Ja, herzlich willkommen auf dem Bigzone-Kanal. Wir befinden uns in Alicante im Norway Gym. Und absolvieren unser vorletztes Training, und zwar ein Push-Training mit der Nadine. Und dann nehmen wir euch wieder ein bisschen mit. Yo, let's do this. I miss your homie rolling. Let me offer my condolence. You don't know just how I'm doing. And the silence golden broke, cause they know him for talking fluent. Got him under the influence, the truest talking to him. But it's on your ego, bumping to my music, I'm a shooing. I just doing good today, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex bitches. And I got that pass, though I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking the repertoire, I got that rep on par with the best who did it. Let's get it how I'm living. Shout out to the ones with them. Think that I wanted a ransom. Where the ends gold dog when I'm in the building. And it's kind of ironic, who would have thought that I'd be there? Frau Burger, damit das hier kein Stummfilm wird, was machen wir als nächstes? Als nächstes machen wir die Butterfly Reverse für hintere Schultern. Den hätte sie eigentlich nicht gemacht. Was sagt der Coach? Sehr schön. Jetzt hat sie einen Triple on top gemacht. Jetzt hat sie mal richtig was gegeben. Wahnsinn. Das ist halt der Unterschied, wenn man einen Trainingsbuddy hat, ist halt nochmal eine ganz andere Motivation. Let's take this thing higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go. Komm. Okay, und langsam runter. So, weil du hier heute den Kanal hier irgendwie übernommen hast. So, hallo, herzlich willkommen beim Bigzone-Kanal. Ja. Bigzone. Was machen wir? Mal jetzt Zeit heben. Wir nehmen heute die Kurzhandel. Die Brücke wollen wir übertreiben und wollen über 10 Kilo gehen. Aber so kurz vor dem Wettkampf brauchen wir das natürlich nicht machen. Was, wo, wie? So kurz vor dem Wettkampf brauchen wir nicht mehr komplett ins Versagen rein, nicht. Sodass man sich vielleicht was kaputt machen könnte. Ja. Sondern wir wollen ein bisschen Blut in die ganze Geschichte rein. Ja. Okay. Bedeutet, wir nehmen jetzt hier bei der Birgit 7 Kilo Hanteln schön auf Pump. Wir machen 3 Sätze, sage ich jetzt einfach mal so. Das ist jetzt so. Eben. Und ja, gucken wir mal, dass sie ein bisschen schön rund werden und voll werden. Birgit, wie geht's dir denn so kurz vor dem Wettkampf überhaupt? Blendend. Ja. Abgesehen vom Hunger. Ja, wir antworten einfach jetzt mal mehr als mit einem Wort. Abgesehen vom Hunger, der mich plagt, und ein bisschen schlechten Schlaf, geht's mir wirklich gut. Was macht die Kraft? Die Kraft ist eigentlich gut noch da. Kraft ist gut vorhanden. Ja, ich bin in den besten Händen, ich bin in Betreuung, es ist immer wer da, ich bin nicht alleine und es ist ganz, 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 ganz viel wert. Also ganz großer Daumen nach oben an das Bigzone-Team. Und man kann sich nur wohlfühlen. Also du nimmst auf jeden Fall jetzt doch die Zähler. Ich hatte auch die Zähler. Ich habe einen gebrauchten anderen, ich muss meinen Arm immer ein bisschen dran gewöhnen. Hast du beide Arme? Ja. Bei den Ohren wäre es nicht ganz so schlimm. Weißt du, wenn ein Ohr weg wäre, dann könnte ich an der Wand entlang laufen, dann würde es nicht auffallen. Was hast du gemacht mit dem Salz, Herr Metzen? Ja, ich hab das Salz mal ein bisschen reduziert gehabt. Nachdem ich das erst noch ein bisschen hochgeschraubt gehabt habe, ja. Nachdem wir die Carbs rausgenommen haben. Ja, haben wir ja noch so. Nachdem Birgit ja gestern auch den ganzen Tag im Flugzeug gesessen hat, war da ein bisschen Wasser in der Figur drin. Und jetzt geht das Wasser langsam aus der Figur drin raus. Ich muss aber wirklich sagen, durch die Thrombosestrümpfe gehe ich echt minütlich auf Druck. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das die Thrombosestrümpfe sind, aber auf jeden Fall geht das Wasser raus. Wo das Wasser rausgeht, ob aus der Haut oder aus der Blase, ist mir relativ egal. Hauptsache, es geht raus. Ja,
hier nämlich eure seitliche Schulter anspannen, wenn ihr so hoch geht und dann nach hinten rotiert. Das tut dann nochmal richtig schön weh. So, unser Training trennt sich jetzt hier, weil ich habe noch Arme in meinem Programm und die Radini hat noch was anderes. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun auf dem Bigzone Shop oder im Bigzone Shop mit meinem Code Dixie10. Da könnt ihr mich jederzeit mit meinem Code bei eurem Einkauf unterstützen. Tschüss Nadine, danke, dass du mit mir trainiert hast. Es war mir eine Ehre. Ich finde, wir haben wunderbar harmoniert. Ganz genau. Das ist irre, wie das zwischen euch float. Chemie stimmt einfach. Ja. Wir verstehen uns einfach blind. Ich merke schon. Ohne Worte. Macht's gut, ihr Zuckerschnuten.